scheint eine knappe Meisterschaftsrunde zu werden und wir befinden uns gerade in den letzten Vorbereitungen vor dem Rennbeginn. Neben mir befindet sich jetzt mein Kollege Stefan Römer. Danke, dass du dabei bist, Stefan. Du warst ja kurz noch in der Boxengasse. Wie schätzt du denn die Strecke heute ein? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um ihre Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position, an der Seite von Stoffel Vandoorne. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Alonso, Ericsson, Kimi Räikkönen und Magnussen. Sainz Jr., Grosjean, Hamilton und Sergei Sirotkin. Gasly, Perez, Daniel Ricciardo und Hartley. Bottas, Verstappen, Lance Stroll und Nico Hülkenberg. Ocon und Sebastian Vettel startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Abstand
zum ersten Platz beträgt 2,8 Sekunden. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat.